Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute kümmern wir uns ein paar Stücken Fleisch, die ja nicht so edel sind, aber super lecker. Und wie man die zubereitet, das zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Guck mal, also das einzige edle Stück dabei, was ich persönlich sehr edel finde, ist die Haxe. Sieht so aus, also ein Eisbein. Und dann kommen so schon Stücken, die man eigentlich gar nicht so kennt oder wo man die man einfach irgendwo liegen lässt, wobei die super sind. Und zwar hier, wer kennt's? Ich. Sag mal, Schweinepfote, ne? Also Schweinefuß, klassischer Schweinefuß. So sieht der aus. Dann habe ich hier, da wird es schwieriger, ein Schweineschwanz. Da ist hier schon die Pelle ab und hier unten ist der praktisch der Knochen und die Sehnen und ein bisschen Fleisch. Und unten ist noch ein bisschen Haut dran. Und hier, da wird es echt schwierig. Also da muss man schon fast Metzgermeister sein, um rauszukriegen, was das ist. Oder? Ganz schwer. Das ist eine Schweinebacke. Also tatsächlich vom Schwein. Hier an der Seite, das, was da dran hängt. Also direkt unterm Kiefer, dieses Sichtfleisch unterm Kiefer, was weggeschnitten wird. Die Wange, die Backe. Man hat Schweinebacke dazu. Schön. Siehst du, der hat schon ein bisschen beim Metzger gelegen, deshalb ist die Haut so ein bisschen verledert. Aber so wie wir das zubereiten, passiert da überhaupt nichts. Dann habe ich hier noch von meiner Basic Stock, die kann man übrigens kaufen, angesetzt 2,5 Liter so eine Basic Stock, so eine klassische Brühe. Und hier innen drin, wenn man hinfasst, da liegt auch der, ich hasse das so Zeug rauszunehmen, der Schneebesen. Wie viel Esslöffel Basic Stock hast du da verwendet? Das fragen nicht einfach daran, weil meine Frau und Marc hier stehen und die müssen immer die Rezepte dafür auf die Homepage schreiben. Und die tun es mir dann immer schwer, wenn ich sage, so eine Handvoll. Schreib mal 4 Esslöffel. Ob er wirklich 4 Esslöffel geschrieben hat, seht ihr, wenn auf www.klaus-grill.de, da seht ihr nämlich die ganzen Rezepte, auch für Dutch Oven Zauber zum Nachmischen oder wenn er den kauft, Support ist kein Mord. Davon brauchen wir ungefähr 2 Esslöffel. Und hier, was ihr immer selber machen müsst, ist Zwiebeln schneiden und vierteln. Das sind in dem Fall 8 Zwiebeln. Und dann habe ich hier vom Bräukling noch den Rib-Oster, das Unterteil heizt schon vor. 21,6 Milliliter Öl. Pro Person? Nee, für die ganze Packung. Und immer, wenn wir grillen, Schaufelmesser und Brett auch nicht pro Person. Und eine Holzfelle. Den Rib-Oster habe ich bei mittlerer Temperatur vorgeheizt. Hier ein bisschen Öl unten drin. Und darauf die Zwiebeln. Dazu haben wir jetzt die Zwiebeln gegeben und die rösten wir jetzt immer an, dass die so ein bisschen richtig Farbe ziehen in dem Dutch Oven. Also einfach mal reinpacken und für 3-4 Minuten den Deckel schließen. Und während die Zwiebeln anbraten, kümmern wir uns mal um unser Fleisch. Da haben wir hier das Eisbein, da müssen wir nicht mehr mit machen. Auch das Schweineschwänzchen ist okay. Hier bei der Backe habe ich so ein paar Stücken dran, die so ein bisschen eingetrocknet sind. Die tue ich nochmal rasch zur Seite. Hier oben die Spitze, das ist mir auch oll. Die brauchen wir dann wirklich nicht. Und ja, ist wichtig hier bei dem Schweinefuß, der ganze Geschmack steckt hier unten drin in den Sehnen, in den Knorpeln und in den Gelenken. Und wenn man die jetzt so lässt, dann bleibt der ganze Geschmack da drin. Er soll aber in die Suppe kommen. Deshalb macht es immer Sinn, so einen Schweinefuß richtig hart anzuschneiden. Auch hier überall, dass der Geschmack richtig rauskommt. Hier oben haben wir schon einen Schnitt. Machen wir unten nochmal. Also auf der Seite können wir auch nochmal. Das ist wirklich, also der aromatisiert mir, der ist natürlich auch nachher lecker, bis man klappt man zum Abknabbern dran, hier die Stückchen so und die Pelle wird super. Aber das Beste, was der tatsächlich hat, ist den Geschmack, den der in die ganze Soße abgibt. Wenn du so kleine Küchenbeil hast oder die sind deine Messer egal oder du kennst einen Metzger, dann kann dir auch kurz mal die Knochen kurz mit dem Küchenbeil anhauen, dass sie ein bisschen, dann kommt noch ein bisschen mehr Geschmack raus. Aber ich bin ja sehr froh, wenn ihr euch überhaupt mal um so eine Stücken kümmert, die jetzt mal abseits vom Filet sind. So, rühren wir hier mal um. Und sehen, siehst du, unsere Zwiebeln werden so ein bisschen glasig, haben an der Spitze schon so ein bisschen Farbe bekommen. Das ist so der richtige Moment, um hier einfach weiterzumachen. Das war tatsächlich von dem Dutch Oven Zauber so zwei Esslöffel mal hier ein bisschen auf den Zwiebeln. Ungefähr so. Pack da drauf jetzt unser Fleisch, also die Haxe kommt hier drin. Dann der Schweineschwanz, die Backe dazu. Und natürlich nicht zu vergessen der Schweinefuß. Funktioniert das Ganze auch in einem runden Dutch-Ofen? Ja, hervorragend so, ja. Außer du hast deine runden Dutch-Öfen wieder alle an die Kumpels verbeugt. Dann natürlich nicht. Dann kippen wir jetzt die Brühe auf. Genau abgemetert. Machen unten drunter aus, rechts und links volle Pulle an.
und setzen den Deckel vom Rib-Roaster hier auf. Sitzt sauber und können jetzt für die nächsten 3 Stunden mal ganz entspannt den Deckel schließen. 2 Stunden sind um und wir gucken mal. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der ist aber gut einreduziert. Das heißt, wir müssen jetzt dringend Wasser aufkippen. Das riecht so herrlich, dass es fast eine Schande ist, da Wasser aufzukippen. Aber hilft ja nichts. Und genau, dass es immer sich richtig schön anzieht hier. Dann rührt ihr nochmal ganz kurz auf hier. Schön, wie sich die alles schon zurückgezogen hat. Aber lass mal die Pelle ruhig unter Wasser. Das ist schon mal gut. Hier sieht auch schon schön, schön weich aus. Unsere Schweinepfote, guck mal, die ist auch schön zerkocht. Mhm. Wie sich das hier halt löst. Die drehen wir jetzt nochmal um. Hier mit Zudel sieht sehr ungewöhnlich aus. Aber da muss man einfach mal, da muss man einfach mal durch. Und schmeckt tut es umso besser. Wer nachständert? Ja, schon mal die Brühe abschmecken. Man muss ja wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Also nur wissenschaftliche Gründe. Du merkst, kann tatsächlich noch ein bisschen, weil der Stand fehlt. Ne? Also das ist, da muss nachher richtig, wird die richtig schmatzig, dass die Lippe richtig zusammenklebt. Und da sind 2 Stunden natürlich zu wenig, dann braucht man 3, vielleicht sogar 3,5. Also sag mal, ein gutes Stündchen kann das jetzt hier noch wieder mit Deckel zu vor sich hin grillen. Wir haben noch Kaffee und Kuchen gegessen, deshalb haben wir jetzt 3,5 Stunden tatsächlich gebraucht. Ja, nicht, der hat nicht auf Schlaf gehalten. Überhaupt nicht, heute wirklich nicht. So, und den nehmen wir jetzt runter. Ey, der Anschiss lauert überall. Dann lüften wir mal den Deckel und das Geheimnis. Das sieht sehr gut aus. Jetzt bleibt uns nur eins kosten. Und zwar will ich als allererstes anfangen hier mit dieser Brühe, die für einen Stand hat. Also wie trüb die geworden ist, natürlich die ganzen... Ach, da läuft mir Wasser im Mund zusammen. Das ist durch die Zwiebeln, die da drin verkocht sind und natürlich die ganzen Knorpel, die ganze Gelatine, die sich da jetzt gebildet hat und die einen richtig festen Stand auf der Soße macht. Und jetzt müssen gleich die Lippen zusammenkleben. Tun sie. Mega. Und jetzt, also... Haxe kennt ihr ja, Schweinefüße hatte ich letztens auch, Schweineschwänze hatte ich auch, habe ich euch alles schon verkostet. Ich sage, jetzt wird Zeit, mal hier die Backe zu verkosten. Mensch, Gretzner, nimm doch eine Zange. Guck mal hier, geil, wa? Ja, was soll man damit sonst anders machen als einen klassischen Mittelschnitt, ne? Das ist mal ganz vorsichtig mit dem Messer. Also muss durch das Eigengewicht so ein bisschen durchgleiten. So. Ich schneide noch ein Stück raus hier. Weil der dringend zu brauchen ist, Senf. Boah, Mann, das ist ein Fleischgummibärchen. Frau, bringst du mir mal den Senf? So, Senf habe ich jetzt hier an der Stelle mein Lieblingsbautzner Senf. Übrigens eins dieser Product Placements, die ich immer unbezahlt mache, einfach so, weil ich mir die Kurve gut finde. Und falls ihr denkt, bei Bautzen hat sich schon irgendjemand mal bei mir gemeldet, noch nicht, aber wahrscheinlich bereiten die eine riesen Überraschung vor. Ja, natürlich. So, hier. Mega, oder? Komm mal, ist bestimmt fürchterlich heiß. War fürchterlich zart. Das ist Schmack drin, ne? Noch so ein Stück hier. Also das Fett hier ist natürlich... Was für Leute wie uns, bei denen es ansetzt. Mega. Und so wie man die Pelle hier nimmt, ist hier. Das ist ja nur die Haut. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ledern die war und wie die quasi, mal kurz davor, die komplett wegzuschneiden. Aber das macht bei so einer Sache überhaupt nichts. Könnt ihr den ganzen Tag essen? Ich gebe zu, es soll Leute geben, die mit dieser Art von Fleisch ihre Schwierigkeiten haben. Aber wir so als Jungs aus dem Ostblock lieben sowas. Und falls ihr mal so unedle Stücken vom, wobei das eigentlich ein schlimmes Wort ist, also so ungewöhnliche Stücken vom Schwein habt, also Füße, Schnauzen, Backen, Schwänzchen, Knorpel, Bauchspitzen, irgendwie so Dinger, die ihr nicht zuordnen könnt, macht die nur auf die Art und Weise und ihr habt wirklich, also selbst wenn ihr das Fleisch nachher nicht mögt, habt ihr hier diese Soße, die ich habe das gerade so gezogen, das hier, da hat sich hier oben so eine, da bildet sich gleich so eine diese Haut, und das ist die pure Gelatine und das Zeug
man soll nicht sagen Sterneniveau. Aber das ist wirklich konzentriert der Geschmack aus 3,5 Stunden Liebe und Fleisch und Zwiebeln und Brühe und all was dazu gehört. Oh, ich liebe das. Großartig. Machen uns gleich ein paar Nudeln. Das dazu. Mehr brauchen wir nicht zum glücklich sein. Und was? Doch eins brauche ich noch. Da wäre ein Daumen nach oben. Ein wohlwollender Kommentar und ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue. Bin gerade leicht überfordert, ob ich jetzt eher Soße oder eher Fleisch esse. Nein, du bist ganz unruhig. Ich total gehe. Backe. Hier backe. Das ist der Knaller. Oh. Wanne. Geil. Tschüss.